Heute geht es um meine persönlichen letzten Parfum-Einkäufe, also Düfte, die ich mir jetzt gerade besorgt habe und ob diese Düfte in meiner Sammlung weiter drin bleiben. Das ist die Frage, um die es geht. Und bevor es losgeht, noch die wichtige Info, Leute, wir haben tatsächlich immer noch ein paar Restposten von den Marken Ojar, Les Eaux Primordiales und Simone Andreoli. Aktuell mit 30% Rabatt in meinem Shop. Die Düfte kommen nicht mehr wieder, denn ich schmeiße sie raus. Und deshalb solltet ihr ganz, ganz schnell sein, in die Beschreibung reingehen und euch euren persönlichen 30% Rabatt sichern. Natürlich ganz wichtig, wer über 200 Euro Warenwert kommt, bekommt gratis Versand. Und wer über 300 Euro Warenwert kommt, bekommt eine gratis Reisegröße mit dazu. Es lohnt sich also auf jeden Fall, da den ein oder anderen Duft günstig zu schießen. Denn ja, wie gesagt, die Düfte kommen nicht mehr wieder, werden auch sonst nie rabattiert. Aber jetzt, weil sie eben meinen Shop verlassen, gibt es sie eben ausnahmsweise mit 30% Rabatt. Also gerne mal vorbeischauen und da eben kräftig sparen. Und wir fangen an mit einem Duft, den ich jetzt gerade eben neu in meiner Sammlung mit dazu bekommen habe. Und das ist der Razzasi Hauers Eis. Habe ich in dem Video, was gestern online gegangen sein müsste, schon gezeigt. Und zwar ist das hier ein super geiler, neuer, super günstiger Duft. Wir kennen ja alle den Razzasi Hauers. Dieser Duft hier hat gewisse Parallelen zu dem, ist allerdings deutlich, deutlich frischer, jugendlicher, nicht so alt. Ich fand den Razzasi Hauers ein bisschen erwachsen. Ja, der hier ist jugendlicher, frischer, spritziger und hat vor allen Dingen einfach diese extreme Erfrischung für die heißen Tage da draußen. Also ich habe den jetzt ein oder zweimal schon getragen, weil ich einfach das ausprobieren wollte und bei heißen Temperaturen kommt dieser Duft hier richtig, richtig gut und er kostet nicht besonders viel Geld. Das heißt, wenn ihr euch hier einen guten Cheap hier sichern möchtet, macht das bitte gerne. Ich werde ihn aber wahrscheinlich wieder verkaufen, weil ich versuche ja meine Sammlung so gering wie möglich zu halten, so klein wie möglich zu halten, aber trotzdem verdient ihr natürlich eine ehrliche Empfehlung und deshalb diesen Duft hier gerne einmal anschauen. Dann habe ich letztens ein Paket bekommen und ich weiß witzigerweise gar nicht, woher das kommt. Wir haben auf jeden Fall hier einen Duft, der ist bei mir zu Hause einfach angekommen und ich weiß nicht, wo er herkommt und bis jetzt hat ihn auch keiner gezeigt. Das heißt, ausnahmsweise scheint das hier mal nicht so eine PR-Marketing-Aktion zu sein, wie bei vielen Marken. Ihr seht es ja sicher auch aktuell, dass sehr viele Influencer immer dieselben Düfte zeigen, was etwas ist, wo ich persönlich auch inzwischen wirklich ein Problem mit habe, weil es irgendwie auch meine eigene Authentizität so ein bisschen angreift. Also ihr kennt das sicher, wenn plötzlich alle den Duft zeigen, denkt man als Zuschauer sich schnell, okay, die zeigen es halt nur, weil es irgendwie alle anderen auch zeigen. Das sind gar keine wirklich guten Düfte. Ich versuche mich davon so ein bisschen loszulösen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass das erfolgreich ist, schreibt mir gerne einen Kommentar, denn mir ist das persönlich sehr wichtig, dass ich nicht das zeige, was alle anderen zeigen und dass man eben nicht einfach nur so jede Marke da irgendwie in die Kamera hält. Kostet ja auch witzigerweise Geld, das alles hier zu schneiden und so. Von daher sollte nicht jeder diese Art von Werbung bekommen und am Ende vom Tag nützt das auch eigentlich immer nur den Marken am meisten, wenn man jetzt da irgendwie was pusht. Und das ist ehrlich gesagt einer der Gründe, warum ich diesen Duft hier zeige, denn ich finde, dass es selten passiert, dass Düfte bei mir einfach spontan ankommen und dann mich so sehr überzeugen, wie das bei diesem Parfum hier der Fall ist. Das ist nämlich ein wunderschöner, holziger Duft. Und ich weiß ja, dass einige von euch da draußen einen richtig nicen, holzigen Duft hin und wieder suchen, die sich einfach, ja, diesen holzigen Akkord wünschen. Und da habe ich eben diesen Duft hier jetzt für euch. Der heißt Nado. Die Marke heißt Nado, kommt, glaube ich, aus Korea. Und der Duft heißt 01.11, beziehungsweise der heißt irgendwie auch was mit Wood. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwas mit Wood. Naja, ich werde es euch irgendwie einblenden. Also ihr könnt euch merken, 01.11, das ist der Duft hier. Das ist ein Extrait, also der ist wirklich super, super, super konzentriert. Man sprüht sich damit irgendwie auf den Arm und der ganze Arm glänzt. Das ist wirklich gestört. Und das ist eben so ein ganz, ganz leichter, holziger Duft mit einem pfeffrigen Auftakt. Also im Grunde genommen so wie zum Beispiel der Cedre Superfluid von Les Eaux Primordiales, der ja jetzt gerade noch mit 30% Rabatt zu haben ist. Also an dieser Stelle nochmal, Jungs, also ihr müsst da auf jeden Fall aktiv werden. Trotzdem, dieser hier finde ich wirklich ein ganz, ganz tolles Teil. Es passiert selten, dass mir spontan Dinge zugeschickt werden und ich sie auf Anhieb mag. Deshalb finde ich den wirklich sehr toll. Und ja, deshalb schaut euch die Marke gerne mal an. Aus Korea habe ich bis jetzt auch noch nichts von getestet, weil Born to Stand Out wollte mir nichts schicken. Dann als nächstes hier ein Duft von Amouage. Den habe ich euch schon gezeigt. Das ist der Purpose. Als Influencer bekommt man ja viele Düfte zugeschickt. Das ist ja einfach so. Und man muss da immer eine Auswahl treffen von den Sachen, die wirklich relevant sind und spannend und die man gut findet.
und wo man auch glaubt, dass die einfach den Leuten auch gefallen. Ja? Darum geht es hier. Es geht nicht darum, alles zu zeigen, was die Industrie einem schickt, sondern eben die Dinge zu zeigen, die man selber gut findet. Und ich muss es deshalb an dieser Stelle immer wieder dazu sagen, dass ich mir viele, viele Düfte heute noch selber kaufe. Also auch wenn mein Kanal inzwischen schon eine ganz gute Größe hat, ist es so, dass ich mir viele Düfte selber kaufe. Und so ist es eben auch hier bei dem Amouage Purpose, denn in den habe ich mich so sehr verliebt, dass ich wirklich monatelang auf ihn gespart habe. Denn der Duft ist nicht so günstig, aber er ist wirklich sehr, sehr schön. Ein toller, toller Weihrauchduft von Canton Biche. Also derselbe Typ, der, kleiner Spoiler, hier den Ganymede und den Ganymede Extrait gemacht hat. Und das merkt man auf jeden Fall raus. Also diese Machart von Biche ist sehr speziell. Die sind sehr straight, die Düfte. Also gehen sehr, sehr schnell auf das zu, was sie sagen wollen. Die sind sehr, ja, abstrakt teilweise. Und so ist das eben auch hier, denn der hat maritime Noten, also hat irgendwie so ein bisschen was Salziges. Der hat aber auch einen kühlenden Charakter. Der hat auch diesen extrem starken Weihrauch und eine schöne Holzigkeit. Und deshalb geht der vor allen Dingen bei heißen Temperaturen sehr, sehr gut. Und wichtig ist auch an der Stelle, du bekommst den Duft nicht mehr runter von dir. Also der ist so lange haltbar und so ein Beast Mode Parfum, dass das wirklich einer der stärksten Düfte ist, die ich persönlich in meiner Sammlung habe. Das sind Gründe, warum ich ihn haben wollte, und seitdem ist er bei mir in regelmäßiger Benutzung. Ich liebe diesen Duft, habe ihn übrigens bei der Parfümerie Brückner in München gekauft. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Auch schon etwas länger ein sehr guter Partner von mir, die auch meine eigenen Düfte verkaufen, und genau, ich gehe da immer wieder gerne hin und kaufe mir eben dann auch Dinge mal selber dort vor Ort. Damit kommen wir zu dem nächsten Duft hier, und das habe ich euch gerade schon gezeigt, der Ganymede Extrait. Ich hoffe übrigens, dass diese Mähmaschine da draußen nicht zu laut ist, sonst muss ich es gleich zumachen. Und der Ganymede Extrait ist ein Duft, den ich mir einfach nochmal besorgen musste. Ja? Es ging nicht anders. Ich musste mir diesen Duft nochmal besorgen. Ich habe ihn auch seitdem wirklich häufiger getragen, denn irgendwie hat er für mich so einen gewissen Kick ausgelöst. Es ist ja so, dass dieser Duft hier wirklich sehr, sehr stark nach Maggi riecht. So, ich mache das Fenster jetzt doch zu, weil dieser Duft ja, das Maggi-Kraut enthält. So, ich laber jetzt hier offscreen weiter. Aber dieser Duft hier enthält das sogenannte Maggi-Kraut, und aus diesem Grund hat er einfach einen gewissen Maggi-artigen Charakter. Also er riecht sehr, sehr stark würzig, und da sollte man auf jeden Fall auch vorsichtig mit sein, denn der braucht einige Stunden, bis der in diese typische Ganymede Eau de Parfum-DNA übergeht. Denn die meisten Leute lieben ja Ganymede, und das Ganze eben als hochkonzentrierte Version ist hier der Ganymede Extrait. Und da ist eben wichtig, der ist auch ein super krasser Beast-Mode-Duft, also hält ewig. Aber ich muss ehrlich sagen, vor allen Dingen, wenn die Haut ein bisschen wärmer ist, geht der wirklich sehr schön auf und hat wirklich eine schöne Duftentwicklung. Man sollte aber vorsichtig sein, denn ich habe den das ein oder andere Mal oversprayed, und das sorgt wirklich dafür, dass das Teil, das nimmt einfach einen kompletten Raum, einen kompletten Zug und so weiter ein. Also muss man da wirklich vorsichtig sein mit und nicht übertreiben an dieser Stelle, wenn ihr nicht möchtet, dass wirklich alle auf euch aufmerksam werden. Und es war sogar so, dass bei diesen ultra heißen Tagen, wo man auch wirklich ultra am Schwitzen ist mit 32 Grad, dass dieser Duft hier nach 8 Stunden immer noch so stark war, dass das Gegenüber, was mir gegenüber saß im Café draußen, das gerochen hat. Also sehr, sehr crazy und deshalb mit Vorsicht zu genießen, aber trotzdem natürlich ein sehr, sehr geiles Teil der Ganymede Extrait. Dann kommen wir als nächstes zu einem Neuzugang in meiner Sammlung. Ich liebe ihn über die Maßen, und ich schwöre euch, ihr habt noch nie in eurem Leben so ein nices Parfum gerochen. Und wenn ihr in diesem Nischengame drin seid, ihr wisst, ihr teilt meinen Geschmack, und ihr wisst, ihr steht vielleicht auf die Werke von dem Macher von Alexandria 2 und Erbapura und Neffs von Nishane, nämlich Christian Carbonell, dann solltet ihr euch dieses Parfum hier nicht entgehen lassen. Also wer Neffs mag, Real Talk jetzt an der Stelle, wer Neffs mag und nicht bereit ist, 500 Euro dafür auszugeben oder vielleicht sogar bereit ist, 500 Euro dafür auszugeben, einen günstigeren Duft sucht, der unter 300 Euro zu haben ist, der wird mit dem Blackout von Rito sehr glücklich werden. Dieses Parfum hat keine Duftnoten gelistet. Ich persönlich finde, es hat einen fruchtig-rauchigen Charakter, also vor allen Dingen eher so einen rauchig-trocken-holzigen Charakter, wie so Holz, was sich in der Sauna erhitzt. Ihr kennt das ja sicher, stellt euch das jetzt mal vor, und dann packt ihr da eine leicht rauchige Note mit dazu, als wäre das Holz schon so ein bisschen am Kokeln, plus dann eben noch dunkle Beeren und eine gewisse fruchtige Süße. Das ist das, was euch hier erwartet, und es ist mit Abstand einer der geilsten, langanhaltenden und mysteriösesten Düfte, die ich persönlich jemals gerochen habe. Es ist, finde ich, ein absoluter Alleinstellungsduft, und wer hier das Hype-Beast ist und den
neuesten Hype eben mitgehen will, der sollte sich den Rito Blackout auf jeden Fall sichern. Ist ein unfassbar guter Duft, man riecht die Qualität direkt raus. Und was man eben auch noch dazu sagen muss, ist, dass hier diese Kappe, ja, das ist ein absolutes Mordwerkzeug. Ich komme jetzt nochmal hier ein bisschen näher ran, weil ihr seht, die ist super spitz. Und ich schwöre euch, die Kappe hier ist schwerer als der Flakon, ja. Also das ist wirklich eine massive Qualität. Man bekommt einen gigantischen Koffer mit dazu, blende ich jetzt auch mal ein, wo noch eine zweite Kappe drin ist, die für das Ganze, wenn ihr das mitnehmen wollt, zum Reisen geeignet ist. Das heißt, das ist gar nicht so schlecht, dass der Flakon leichter ist als die Kappe, denn wenn man diese Reisekappe drauf macht, kann man den wirklich sehr, sehr gut mitnehmen. Man bekommt eine luxuriöse Umverpackung und das Ganze ist wirklich Luxus pur. Also auf Serjoff-Qualität, nicht nur von den Ölen her, denn ihr wisst ja, Carbonell ist derselbe Parfümeur wie von vielen Serjoff-Düften. Das heißt, die Qualität hier ist gleich und ihr bekommt dafür eben auch diese wahnsinnig krasse Umverpackung und einen super, super künstlerischen Duft, den Blackout. Also ich finde den wirklich den absoluten Wahnsinn. Hab den jetzt schon so häufig getragen, weil ich einfach nicht genug davon bekommen kann. Und das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Teil. Das heißt, schaut gerne mal in die Beschreibung rein für den Link. Gibt es jetzt auch in einer kleinen Anzahl bei mir im Shop. Allerdings erstmal nur eine Handvoll. Also solltet ihr wirklich schnell sein, wenn ihr euch da eben beeilen möchtet und ihr möchtet das Ding testen. Dann habe ich hier als nächstes noch den Oud Maracuja Extrait de Parfum. Der steht für mich als Stellvertreter für einen weiteren Duft von Maison Crivelli, den ich mir gekauft habe, denn ich habe mir gerade eben tatsächlich den neuen Oud Cadenza gekauft. Das ist ein neuer Duft, der von Crivelli rausgekommen ist. Dazu muss man sagen, anders als bei Serjoff zum Beispiel, benutzt Maison Crivelli kein echtes Oud, sondern tatsächlich nur einen synthetischen Oud-Akkord, beziehungsweise nicht unbedingt rein synthetisch, sondern eben ein Oud-Akkord. Das ist ganz wichtig zu wissen und es ist etwas, was die Leute polarisiert. Manche sagen, es ist ihnen scheißegal, andere sagen, es ist total wichtig und sie kaufen die Marke jetzt nicht mehr. Genau, und heute ist eben auch noch ein weiterer Duft mit dazugekommen, nämlich der Oud Cadenza. Das ist ein Harris-Exklusivduft, der in einem etwas anderen Flakon kommt und der vor allen Dingen mit Datteln spielen soll und eben mit diesem Fake-Oud-Akkord, sage ich jetzt mal. Und da muss ich dazu sagen übrigens, was mir gerade einfällt, dass der hier meiner Ansicht nach auch einen Dattel-Akkord hat. Hier sind nämlich, glaube ich, auch Datteln mit drin. Das riecht für mich ein bisschen so und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, weil Carbonell ist eben ein Meister des Ouds, des natürlichen Ouds, dass hier eben auch tatsächlich echtes Oud mit drin ist. Habe ich aber jetzt nicht bestätigt bekommen, müsste ich mal den Herbert fragen, was das Ganze eben angeht. Aber auf jeden Fall, ja, Oud Cadenza, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin gespannt, wie der riecht. Mir hat der Oud Maracuja sehr gut gefallen, der Oud Stallion, also Oud kann Maison Crivelli auf jeden Fall. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie der mir gefällt. Und ich werde euch dann natürlich auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Dann noch ein Duft, den ich mir geholt habe, ist der Patchouli Nosy Bay. Der wird auch in meiner Sammlung drin bleiben, weil ich den wirklich extrem feiere. Ich trage ihn sehr, sehr gerne. Es ist ein hochkonzentrierter Patchouli-Duft. Wenn ihr meinen Patchouli Top 10 noch nicht gesehen habt, verlinke ich das gerne hier oben auf dem i. Ist wirklich ein ganz, ganz, ganz feines Tröpfchen mit einem trockenen, holzigen Akkord und eben diesem hochkonzentrierten Patchouli. Und ich habe den Duft hier von Parfümerie Heudorf geholt. Das heißt, wenn ihr in Stuttgart seid, liebe Leute, geht auf jeden Fall bei der Parfümerie Heudorf vorbei. Ich war da jetzt auch noch mal ein, zwei Mal zu Gast und für mich ist es wirklich auch einer der Partner, die schon länger dabei sind. Allgemein im süddeutschen Raum habe ich ja viele Handelspartner, die meine eigenen Düfte auch vertreiben. Schaut dazu bitte gerne mal in die Beschreibung rein, um das herauszufinden, was euch am nächsten ist und was euch am besten gefällt. Genau, das heißt Patchouli Nosy Bay, für mich wirklich ein ganz toller Duft, auch ein Beast Mode Parfum, was sehr, sehr lange hält. Dann haben wir als nächstes noch einen Duft, den ich jetzt aus meiner Sammlung rausgeworfen habe wieder und das ist tatsächlich der Oman Luxury Wanderlust, der für mich ja eigentlich ein sehr, sehr schöner Sommerduft ist, aber wie das so ist, musste ich ihn einfach jetzt auch wieder dran geben, weil nicht jeder Duft, den ich super feier, in meiner Sammlung drin bleiben darf. Ich habe mir da einfach ein persönliches Limit gesetzt und immer wenn ich über dieses Limit drüber komme, bin ich da wirklich auch strikt, weil ich möchte, dass Parfum bei mir benutzt wird und ich hatte leider die Wahl, benutze ich jetzt weiterhin den Pomelo Sorrento von Gritti oder benutze ich den Oman Luxury Wanderlust und für mich ist einfach dieser Zitruskick dann irgendwie so ein bisschen wichtiger gewesen von dem Pomelo Sorrento, den ich gerne auch nochmal in der Beschreibung verlinke, weil es den auch bei mir zu holen gibt, für die richtig heißen Tage da draußen geeignet und ja, das war der Wanderlust auch und ich habe ihn ehrlich gesagt wieder dran gegeben, auch wenn ich ihn wirklich sehr, sehr gerne mag als Duft. Aber so ist das eben, man sollte immer gucken, dass die eigene Sammlung auch eine gute Auswahl hat und nicht zu
viele Düfte, die sich doppeln, und deshalb habe ich den eben dann dran gegeben. Hier der nächste Duft habe ich schon in der Hand. Das ist mein Lieblings-Barbershop Fougère Duft und das ist der New York Intense von Parfums de Nicolai. Eine wundervolle französische Marke und dieser Duft hier riecht einfach wie ein Barbershop. Der hat einen schönen Lavendelakkord, der hat aber auch Petit Grain, der hat schwarzen Pfeffer und wirklich auch eine wunderschöne zitronige Note an dieser Stelle. Ein super geiler Duft, der so riecht wie Rasierseife. Also wenn ihr beim Barber sitzt und ihr werdet da gerade schön eingesuppt mit der Rasierseife, mit dem Pinsel, ja, und man rasiert euch. Vielleicht auch noch dieses klassische Spray, was die einem dann immer so drauf sprühen als Aftershave. Das ist der Vibe, der hier mit drüber kommt, gepaart mit einem wunderschönen moschushaften Akkord und vor allen Dingen, und das ist ja das Wichtigste heutzutage, einer tollen Performance, denn dieser Duft hier hält auch 12 bis 14 Stunden auf meiner Haut. Das ist sehr, sehr lange und ich feiere diesen Duft wirklich zu Tode. Gibt es jetzt schon ab 30 Milliliter für 68 €. Natürlich die große Größe, ein bisschen günstiger auf Milliliterpreis, aber perfekt, um das kennenzulernen und vor allen Dingen, wenn ihr viele kleinere Größen habt, weil ihr nicht so viele Düfte aufbraucht, ja, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll. Schaut da gerne in die Beschreibung rein. Link werde ich da reinpacken. Gut, und damit kommen wir auch schon zum letzten Duft, denn ich habe mir hier noch einen Restflakon gesichert von dem Lights and Shadows von dieser schönen Schweizer Marke. Ich weiß bis heute leider nicht, wie man die ausspricht. Und ihr seht, der Duft ist nicht filtriert. Das heißt, der hat so eine gewisse Trübe. Aber vor allen Dingen dieser Duft hier, ein wundervoller Rhabarberduft mit dieser sauren Rhabarbernote und eben auf der anderen Seite einem dunkelholzigen Akkord. Ich hatte mir den mal komplett gekauft, also als komplett vollen Flakon. Hab den dann aber nicht so häufig getragen und habe mir eine Erinnerung gesetzt, wenn der eben nochmal in den Zug kommt. Und da habe ich eben jetzt diesen Restflakon mit so einem Viertelinhalt noch mir geholt. Das war aber jedenfalls meine neue Sammlung, also die Düfte, die jetzt in meine Sammlung mit dazugekommen sind. Ein paar verlassen die Sammlung wieder, jetzt kommt da der Saugroboter, das heiße ich hier auf. Schaut gerne in die Beschreibung rein für die Links zu den Produkten, für die Rabattaktion. Und ansonsten bin ich gespannt, welche Düfte ihr euch noch gekauft habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf euren Input. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, Leute. Habt einen guten Wochenstart und bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.